zwei Grillmeister und ihre fahrbaren Untersätze. Sie haben eine Mission zu erfüllen. In gegensätzlichen Grillwelten. Das ist Grill on Wheels. Jean-Baptiste Gost aus Marseille, man sagt dem JB, ist auf zwei Rädern unterwegs, oberhalb vom Zugersee. Er hat nur eine Adresse bekommen und weiss nicht, was ihn dort erwartet. Geschickt hat ihn seine Gegenspielerin, die Linda Gwerder. Hey JB, du siehst, ich bin hier in der Vergangenheit angekommen und ganz ehrlich, mir pfeifen immer noch mega die Ohren vom Kanonenschiessen. Hey! Hey! Aber ich glaube, ich konnte hier bei der Company 1861 mit meinen Grillkünsten überzeugen. Oder Jungs? Bravo! Ja, und als nächstes bist du dran. Ich habe eine rechte meteorologische Herausforderung für dich, weil du musst jetzt beweisen, dass du und dein Grill auch im Vollschiff könnt euren inneren Frieden behalten. Ich wünsche dir viel Spass. Regen? Wo? Was der JB noch nicht weiss, 200 Höhenmeter weiter oben ist sie schon angekommen. Die meteorologische Herausforderung von der Linda. Es ist so kalt da. Und ich bin platschnass. Und dann ein verrosteter Grill. Wo bin ich da gelandet? Grillieren da? Keine Chance. Ja, grüezi wohl. Hallo. Willkommen auf dem ersten Hof. Wer bist denn du? Javi. Willst du grillen? Heute? Ja. Für den Javi liegen schon ein Haufen Köstlichkeiten zum Grillieren parat. Ob das aber bei dem Wetter zu klappen kommt? Ja, das ist gut. Schau mal. Wir genau? Hirschhof, ja, das ist so ein Bauernhof da. Und dort heute ist gerade Maifest. Ja. Sind wir da am Feuer machen? Willst du reinkommen? Ja, gell. Musst du einfach zuerst musst du abbesseln, weil der alte Dreck muss draußen bleiben, okay, bevor du da reinkommst. Gut. Ja. Ist das Ritual, weißt du, wir tun vor einem Jahr die alten Sachen weg. Ja. Und dann tun wir deinen alten Güssel, alles, was dir nicht passt. Gut. Das ist gut. Willkommen, ja. JB. Salut JB, ich bin JB, hallo. Sie warm, he? Willkommen. Das ist ja der Maibau vom letzten Jahr. Der Kranz mit den alten Wünschen dran und den verbrennen wir jetzt. Okay. Dann kann ich mitmachen für den Ritual. Ja, kannst du auf jeden Fall mitmachen. Wir haben halt einfach gewisse Richtlinien. Also für ein Jahr lang, was du versprichst, das gilt. Das musst du gut überlegen. Und wenn du mitmachen willst, musst du einfach andere Kleider anlegen. Mit Lederjacken und so. Aber im Tipi, im 9-Meter-Tipi, aber sind Frauen im Moment am Kranzen. Die haben ganz sicher Kleid. Ja, kannst du vor allem heu sagen, das ist ein Ciao, unterdessen. Tschüss. Hallo Frauen. Was machen wir denn? Was ist denn das? Die weibliche Kraft. Das ist eigentlich die Vulva von der Mutter Erde. Das ist die, die nachher kommt auf den Baum. Ja, genau. Okay. Das ist die weibliche Kraft. Ich habe gerade ein Kleid für mich irgendwo. Ja, kann ich dir. Schau, da rein. Ich bin der JB, sorry. Hi, JB. Salut, die Viola vom Hirschhof. Hi. Das ist für dich. Okay, cool. Ja, ist dann gut. Kann ich mich umziehen? Ja. Und sehen wir uns nachher, oder? Ja. Cool. Okay. Also, bis gleich. Ja. Super, ey! Finde ich auch. Willkommen. Wow, was ist das? Das ist das, was wir uns vorstellen könnten. Es hat Sachen vom Hof, Töpfel oder die Eier. Das sind ganz lässige Eier. Es sind ganz verschiedene. Jedes Huhn legt ein anderes Ei. Also sind super Eier zum Verarbeiten. Okay. Ja, also das ist ein Lammrücken, oder?
Ja. Wir können das Kuh jetzt machen auf den Grill. Ja, die Tomaten habe ich auch gesehen. Die Schokos sehen auch schön aus. Ja. Den Quinoa können wir noch brauchen. Quinoa kann sicher brauchen, ja. Super. Das ist aber alles von der Gatten, oder? Ja, ja. Ach, cool. Und wie viele Leute sind etwa? Um die 20 kommen werden wir sein. Okay. Ja, dann brauche ich ein bisschen Hilfe von euch. Aber... Ja, ja, das kannst du oder? Sicher haben. Gut. Ja, ja. Mal überlegen. Flammrücken auf dem Grill. Etwas, was wirklich brauchst, wenn du aus kaltem Wetter ist. Saftig, mit ein bisschen Fett. Es muss schon sein. Das ist doch der Beste vom Fleisch. Der freie Tipp, ich habe sicher gerne etwas Grünes. Pistache und Kräuter aus dem Garten für den Dip. Und dann... Boom! Die Bombe. Die Artischocke. Und für Vegetarier... Ein Tätschchen aus der Quinoa. Das kommt auch gut auf den Grill. Für die Dessert, ich mache einen Tart aus der Rhabarber. Ist fein und schön für die Augen. Und dann für die Künstler. Ein Artischock Barigol. Et voilà, das ist es. Ich habe mir überlegt und ich weiss genau, was wir machen. Wir brauchen einfach Leute, die helfen. Einer kann einfach Holz holen, eins Kohle. Ich habe irgendwie gesehen, die haben so einen Smokenhaus, oder? Den können wir auch noch brauchen, wahrscheinlich, oder? Also machen wir alles, wie ich sage, in 10 Minuten parat. Also, fahren wir. Gut. Ich habe mich drei Männer ausgesucht zum Grillieren. Also, ich habe mir überlegt, mit den ganzen Zutaten, die wir hatten, kochen wir einen Lammrücken mit schön so einer Marinade mit Knoblauch, Thymian, so fein gehackt und nachher wie massiertes Fleisch. Quinoa-Tätschchen mit Philadelphia. Dazu machen wir einen Dip mit Suram, getrocknete Tomaten und Petterli. Und kommt noch der Artischocke in Alufolie mit Weisswein, Rüebli und ein bisschen Zwiebeln. Aber erst gehen wir handwaschen, dann können wir schön mit dem Fleisch arbeiten. Ja. Ist das gut? Ja. Super, cool. Also, das hier der Lammrücken. Ich mache das da. Dings ist, was einfach rein. Das ist wirklich schön ausgesetzt. Und du, wenn du Lust hast, kann man auch noch ein bisschen Tomaten nehmen, auch noch viel hacken. Nachher genau, nimmst du Olivenöl. Und nachher, das Wichtigste ist, ist das wirklich einfach wie reindrücken. Ich werde nur fett, wenn das. Es ist einfach ein Show, aber es ist nicht wirklich. Eigentlich, was gibt der Geschmack von dem Fleisch? Ist da gar kein Salz drin? Noch nicht. Ich mache jetzt am Schluss mir noch Fleur de Sel. Und alles, was wichtig ist, dass du das Fleisch ein vorher rausnimmst von der Frigo. Dass es die Temperatur kommt und nicht Frigo kalt. Es ist auch besser zum Kochen. Genau. Also du machst das Fleisch, einer macht einfach das Fleisch, die anderen zeigen schnell den Artischocken. Oben. Zwei Scheiben schneiden. Und Zitronen ist eigentlich, dass nicht der Artischocke oxidiert. Dass es nicht schwarz wird. Du nimmst den Artischocke, machst einfach in der Mitte so. Nimmst ein bisschen Wein für den Geschmack. Mach rein, schön. Und dann wichtig ist einfach zu, aber nicht ganz, dass wie so ein Schweinemarsch. Das Fleisch machen wir auch noch rein. Gehen wir den Grill schauen. Voll heiß ist. Ich würde auf die andere Seite, auf der Fettseite. Genau. Also, ich komme hier. Dann schauen wir, wer ist der Beste am Schluss, gell? Dein super Grill. Der ist lässig, fantastisch. Ja, der ist lässig. Also, machen wir zu. Auch die Veggies unter den Hippies sollen nicht zu kurz kommen. Quinoa ist die gesunde Alternative, die zu allem her auch noch glutenfrei ist. Ein bisschen Olivenöl, einfach abschmecken. Und zum Helfen für den Quinoa-Tätschli habe ich ein paar Frauen rausgeholt aus dem Tipi. Jetzt muss es schnell gehen. Alle haben Hunger.
jetzt noch schnell auf WC. Und nachher ist der große Moment. Jetzt ist es soweit. Nur noch anrichten. Der ist perfekt. Das Ritualkleid. Das ist der Gang oder Rot? Das ist mein Ritual. Jawohl, super. Danke vielmals. Dürfen wir probieren? Hoffentlich. Danke vielmals. Merci. Finger cross. Lassen Sie sich schmecken. Mit was fangen wir an? So nervös bin ich schon lange nicht mehr gesehen. Sehr gut! Bravo! Sehr gut! Alter, gehst du doch runter! Und nach dem Essen ist es Zeit für meine Überraschung. So, und jetzt kommt das Ritual. Jamie, jetzt wird es abgeklopft. Nochmal einmal. Ich habe gesagt, ich klopfe dich noch ab heute Abend. Voilà. Und dann wirst du noch geräuchert und dann kommst du auf den Grill. Voilà! So, ich tue dich jetzt einräuchen, dass in der Zukunft alles gut geht. Pachamama, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama. In der nächsten Folge Grill on Wheels hat Linda mehr Wetterglück als der JB. Aber vor dem Grillieren wartet zuerst harte Arbeit auf dem Bauernhof. Und ein kritischer Bauer, auch wenn es ums Menü geht.